Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, wir sind momentan am Testen, welcher HBM-Mode, welche Welle am meisten Erfahrung macht, wann man von HBM1 auf HBM2 wirklich umsteigen sollte. Und ich weiß, viele von euch farmen schon sehr lange HBM2, weil sie O oder P oder N oder sowas schaffen und haben sich aus meiner Sicht nicht wirklich mal hinterfragt, ab wann sich HBM2 wirklich lohnt. Also ich habe bis zur letzter Woche, muss ich sagen, HBMJ gefarmt, also HBM1, auch mit drei Helden, weil ich die drei Helden extrem schnell hochziehen muss. Und habe mir jetzt nochmal überlegt, nochmal eine Woche oder zwei HBMR zu testen, da ich jetzt relativ stabil farmen kann. Momentan ist der Stand so, dass ich jetzt umgestiegen bin oder dauerhaft HBMA eher farmen werde mit mehr Helden für Lost Battlefield, aber HBM2 sich für mich sehr lange Zeit überhaupt nicht gelohnt hat. Das müsst ihr auch mal euch überlegen, dass es sehr subjektiv ist, was ihr so empfindet. Und ich gehe dahin und schreibe mir wirklich jetzt 2 Wochen jeden Try, ob es ein Fail ist, ob ein Sieg ist, die erhaltene Erfahrung auf, bilde dann einen Durchschnittswert und der Wert ist repräsentativ. Und nur weil HBMR oder O oder was weiß ich mal eine Million Erfahrung gibt, ist es eben nicht repräsentativ, um die Welle farmen zu können, weil ein Fail zum Beispiel versaut euch schon wieder den Durchschnitt extrem. Und für mich ist jetzt wirklich erst so, wo HBMR sehr stabil läuft und auch momentan die Ausbeute von Erfahrung sehr hoch ist, sinnvoll auf HBM2 umzusteigen von HBMJ. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch Lust, an der Statistik mitzuwirken. Das heißt, ihr schreibt tageweise komplett auf, wie viel Erfahrung ihr bekommen habt. Schreibt es unter die Kommentare, auch gerne für andere Wellen und dann berechnen wir mal den Durchschnitt aus, weil ich kenne HBM auch so, dass man die mal 3 Wochen farmt ohne einen Fail und dann kommen 5 Fails am Tag, aber die spielen für diese Auswertung, für die Statistik eine sehr, sehr entscheidende Rolle für den Durchschnittswert und dann ist es zum Beispiel auch mal wieder so, dass man in einer Woche, eine Woche lang so gut wie keine Erfahrung bekommt. Also da gibt es sehr abweichende Faktoren. Das heißt, man muss wirklich sehr lange kontinuierlich die Daten aufschreiben und am besten noch von mehreren Spielern mal einen Abgleich haben, um einen wirklichen Wert zu ermitteln, der aussagekräftig ist. Ja, natürlich ist es mit Fails immer so eine Sache, weil nicht jeder Spieler hat die gleiche Anzahl Fails und Wins. Daher sind für mich die Wins in erster Linie auch sehr wichtig. Wie viel Erfahrung ihr oder wie oft ihr bei Welle eher 5 Erfahrung bekommt und wie oft eben nicht. Das ist eben so das Entscheidende für den Wert, den er hier bekommt. Kriegt ihr hier viel Gold und Mana, bringt das Ganze sehr wenig. Kriegt ihr hier mehr Erfahrung in R5, ist das Ganze sehr lukrativ. Also momentan bin ich bei 550 Millionen. 550.000 Erfahrung pro HBMR ran in den letzten 4 Tagen als Durchschnittswert. Aber man braucht einfach mal 2, 3 Wochen, um einen wirklichen aussagekräftigen Wert zu haben. Und ich hätte gerne noch für die anderen Wellen mal einen Abgleich, was ihr so über wirklich mehrere Wochen hinweg durchschnittlich für Erfahrung bekommt. Weil nur diese Werte sind wirklich aussagekräftig. So, jetzt haben wir 666.000 Erfahrung, wird aufgeschrieben, damit wir dann nachher einen Mittelwert bilden können. So, nehmen wir wieder die Bomben mit. Ja, wie gesagt, da bin ich momentan dran dabei zu ermitteln, wie ich effektiv die 8 Helden, die ich momentan leveln will, hochziehen kann. Weil bei Welle J kriegen die 8 Helden zu wenig Erfahrung, aber zum Beispiel um 3 Helden hochzuziehen, ist HBMJ einfach unschlagbar. Weil so gut wie immer sicher mit einem Flood als Damage Dealer, ihr habt keine Fails, ihr kriegt so gut, ja, 95%, 97%, so kriegt ihr Erfahrung. Und momentan bin ich echt über HBMR überrascht, dass hier auch eine sehr hohe Quote von Erfahrung in R5 vorhanden ist. War früher, ich glaube, ich habe mal für O und N eine wochenweise Auswertung gemacht, da hatte ich nicht so eine hohe Ausbeute. Aber mal schauen, was ihr so berichtet. Und dann kann man vielleicht mal noch was draus ziehen. Ob vielleicht HBM auch ein bisschen angepasst wurde, weiß ich mir eigentlich nicht so vorstellen kann. Wie gesagt, ich kenne es auch so, dass man mal eine Woche extrem viel Erfahrung kriegt, dann mal eine Woche fast nur Gold und Mana, dann hat man mal 3 Wochen, wo überhaupt kein Fail drin ist und dann am Tag 5 Fails. Oh ja, da haben wir mal einen Atlantico, der hier proggt. Oh, und da hat sich der Destroyer ins Aus geschossen. Aber mit Wiederbeleben ist er wieder da. Oh ja, und wir haben den Flood noch verloren.
Ja, so kann es nämlich auch mal gehen und dann gibt es garantiert keine Erfahrung mehr. 5. Mal gucken, jetzt muss der Ork hier hochheilen, aber es wird definitiv ein knapper Try. Ah, gut, Lebensentzug hat er das teuer auch noch. Na, mal schauen, wie viel Erfahrung wir hier rausziehen. Wichtig ist, dass keiner großartig stirbt. Von den letzten 4 verbliebenen Helden. Ah, Gold hier. Oh, so ein Spawn ist bitter. Und dann läuft der Destroyer da ewig hin. Na, da wird's bei R3 zu Ende sein. Das kann nämlich einfach mal passieren. So, mal schauen. Na, jetzt gab's nur 130k für mich. Aber Fails sind eigentlich relativ selten bei R dabei, aber muss man natürlich auch schreiben. Ja, HBMT. Werde ich vielleicht morgen nochmal angehen. Und letztes Mal kam ja schon die Frage. Oh ja, du hast den Zander rausgenommen und ja, warum und wieso? Und alle haben doch einen Zander dabei. Und interessanterweise sind bei allen Spielern, mit denen ich gesprochen habe, die T5 geschafft haben, kein Zander dabei gewesen. Also, Zander ist zwar ein schöner Held, Problem ist aber einfach nicht unbedingt der Damage bei HBMT, sondern dass der Zander einfach mit seinem Proc, wenn er nicht schon völlig hochgesteckt ist, die gegnerischen Helden nicht tötet, nur sehr viel Leben abzieht und gleichzeitig das Leben aufhört. Weil eine Rakete funktioniert so, dass sie 10-mal explodiert, 10-mal Schaden macht und das sind 10 Hits pro Rakete, 20 Hits mit 2 Raketen. Und das füllt natürlich extrem die Energie von den Helden auf und tötet bei HBMT die Helden nicht. Das heißt, der Santa lädt Energie auf und killt die Helden nicht und dadurch habt ihr ein richtiges Problem. Noch dazu muss einfach mal eine Molterproc auch überlebt werden. Und der Schild ist da nicht ganz uninteressant. Deswegen, alle Leute, die HBMT geschafft haben, mit denen ich gesprochen habe zumindest, hatten keinen Zander dabei, sondern fast alle den Hexer. So viel dazu. Und nur weil alle Leute bis Werde-T und auch Werde-T mit Zander versuchen und daran scheitern, ist es ja relativ uninteressant. Interessant sind ja die paar Leute, die Werde-T geschafft haben und wie sie Werde-T geschafft haben. Und da herrscht die einheitliche Meinung, dass das ohne Zander besser geht als mit Zander. Ist ja auch meine Erfahrung in der Arena und sonst wo, wenn der Zander nicht hochgeprockt ist, hochgesteckt ist, dann lädt er eher die Helden, die er trifft, die Energie auf, als alles andere. Deswegen spiele ich auch nach wie vor lieber mit einem Geistmagier in der Arena, weil der prockt einmal und macht seinen Schaden und nicht wie der Santa, wo er 10-mal prockt und notfalls die Energie auffüllt, aber nicht genug DPS raut aus. So, das sieht doch schon besser aus, der Trei. Jetzt kann der genau Molder da mal alles weghauen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen Arbeit zu machen, können wir auch gerne für die anderen wählen, dass wir mal so einen durchschnittlichen Erfahrungswert pro Welle haben. Muss man sich in die Arbeit machen, das wirklich mal wochenweise aufschreiben, also auf jeden Fall mal einen Tag, wobei aber ein Tag zu wenig ist. Also ich sag mal so einen Monat kann man sagen, okay, ist ein vernünftiger Durchschnittswert, den man da ermittelt hat. Und wenn sich jetzt mehrere Leute daran beteiligen, kriegen wir vielleicht schneller vernünftige Werte zusammen. Mal schauen, was er sagt. Ja, aber ihr wollt einen Helden leveln, HBMJ, ihr wollt zwei Helden leveln, HBMJ, ihr wollt drei Helden leveln, HBMJ. Da ist immer noch das Nonplusultra, eben wenn man wenig Helden schnell hochziehen will. So, sieht doch gut aus. Jetzt hier Flat-Procke. Oh, ja. Na, wo bleibt der Slow? Da ist er. Aber er kippt jetzt eh um. Zack. Mal schauen, was wir kassieren. Mana. Und was ist? Aber trotzdem 406k Erfahrung. Das ist eben das Nette. Jetzt bei HBM, dass trotzdem mal noch viel Erfahrung rumkommt und eben 80 Splitter. Ja, soweit erstmal von mir für das HBM-Video. Morgen wollen wir nochmal HBMT in Anspruch, in Angriff nehmen. Ich denke, die Base bin ich echt soweit zufrieden mit der Verteilung hier. Die eine Hero Base ist jetzt hier schon auf Stufe 1, was heißt schon, ist auf Stufe 21 extra vom Kürbis, damit er hier einen Tick größere Range hat. Das haut ziemlich gut hin und hier bei beiden Seiten mit nach vorne läuft.
Die anderen Heldenbasen bin ich echt am Überlegen, inwieweit ich die ausbauen soll, weil eben dieses Upgrade, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, auch ein Problem teilweise ist für manche Base-Konzepte. Aber nach und nach werden wir dann auch uns weiter umgucken. Ja, ansonsten war es das erstmal. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Auswertung hier mit runter postet, auch gerne wie gesagt für andere Wellen und mal berichtet, wie eure Erfahrungen so sind. Und ansonsten war es das von mir. Eurem Hantel. Tschö.